Ey Leute, was geht? Willkommen zurück bei The Division. Ja, ich habe jetzt ein bisschen Soundeinstieg ein bisschen anders eingestellt, aber es dürfte auch so besser sein. Mal schnell, schieß mal schnell. Ja, schieß mit ein bisschen laut. Das ist schon im gelben Gefahrenbereich. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Ich habe irgendwo das Spiel unterbrochen. Wir müssen zur Siedlung. District Union Arena. Ja. Da wollen wir jetzt nicht gerade hin. Ich hoffe, dass ich sprechen kann, weil ich habe hier eine leichte Entzündung im Zahnfleisch. Tut manchmal weh. Aber auch nur manchmal. Aber ist egal. Da muss ich heute noch durch, Digga. Wo führt mich das GPS hin? Auf jeden Fall zu einer Mülltruhe. Truhe, Alter. Tonne. Mülltruhe, Alter. Was ist da los, ey? Wie gut das Spiel läuft? Bascht. Das panzersicheres Glas. In so ein Haus. Man kann jetzt Türen aufschießen. Also Schlösser. Wo liegt nochmal ausrüsten auf der Taste, genau. So, wenn wir Level 3 sind, haben wir eine neue Waffe vorne. Die MP5 oder sowas. Cool. Müsste safe sein. Guten Tag. Ich hab's gerade gesehen, da leuchtet noch was Oranges. Meistens sind zwar Materialien nur drin oder so. Die salzt sich da ganz gechillt ab. Ich glaube, da vorne ist ein Gegner. Wir müssen nach vorne. Aua! Ey, keine Schimpfwörter auf meinem Kanal! Ich sehe nichts, Alter. Tut mir leid! Ich hab sie erschossen, so wie dich. Junge! Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass wir hier sind. Aua! Wir wären in die Luft geflogen, wenn wir da geblieben wären. Auch wenn der Aim hat wie eine Kartoffel, aber... Dieser Rauch, Alter. Ich drücke mal Steuerung, Alter. Kann man die kaputt machen? Warum denn auch? Da läuft einfach mal so ein scheiß Reh, so ein Bambi durch die Stadt. Warum denn auch nicht? Ich will gar nicht wissen, wo das herkommt. Ist gerade geleckt. Ja, ich glaube nicht. Oh. Jo. Zeig dich. Nice. Komm so. Da hinten jetzt Geballer. Ist das vielleicht schon die Siedlung? Elektronisches Gerät erkannt. Ich glaube nicht. Ist ein bisschen zu nah für die Siedlung. Weit weg.
Grenade! Die ist sowas von kurz geschmissen. War er? Ist hinter mir. Irgendwo ist noch so ein. Agent braucht Verstärkung. Ja, Dicker. Safe, Digga. Wir haben sie. Wir haben sie ausgerottet. Die Schweine. Ein Gegner Notruf von Agent. Nee, Shark. Tut mir leid, Shark. Zu dir will ich nicht. Wo sind die Gefangenen? Ich hatte ihr Gejammer genervt. Also hast du sie gehen lassen? Nein, habe ich nicht. Du Idiot, wir wollten die eintauschen. Ach was. Und was wirst du diese sagen, wenn er fragt, warum du sie getötet hast? Ich habe sie nicht getötet, das waren die Hunde. Welche Hunde? Keine Ahnung, Hunde halt. Ich kenne die Namen von denen nicht. Aber die waren wohl verdammt Jerry. Hungrig, ohne Scheiß. Jerry, Tom, Tim. Die Blut gerochen war, om nom nom Zeit. Nom nom nom. Dämliche Wichsbirne. Ach, egal, Diesel wird eh nichts machen, außer sich ein bisschen aufplustern. Du Wichsbirne, Alter. Was ist denn da das für ein Wort? Du Wichsbirne. Wer wichst denn bitte aus seine Birne, Mann? Das ist die Theatersiedlung. Hier hat Odessa Sawyer das Sagen. Man sollte versuchen, es sich nicht mit ihr zu verscherzen. Ja, komm, Alter. Das Theater. Entdeckt. Wenn Sie Zuflucht suchen, hinterlassen Sie bitte Ihren Namen. Wir lassen Sie dann an einem anderen Tag ein. Im Moment haben wir leider nicht die Kapazitäten für weitere Bewohner. Boah, Alter. Kommt der Kabel wieder hoch. Einen sicheren Bereich. Yo. Genau das ist neu bei Division 2. Nein, raus will ich nicht. Dankeschön. Tag, Agent. Schön, Sie zu sehen. So, wir müssen irgendwie hoch. Nach oben. Wie, zum Obi? Nein, nee, nach oben. Ich glaube, oben gibt es auch die ganzen Händler. Schlag mich tot. Boah, diese Sonne. Boah, die Sonne schaut schon geil aus. Ist schon geil, ja. Ja, die geht automatisch so langsam jetzt. Theatersiedlung. Oh, bist du zu nah am Mikrofon? Glaube ich. Okay. Kommen Sie einfach her und sehen Sie sich um. Ja, schaut da ziemlich leer aus. Es ist schön, Sie zu sehen, Agent. Schrott verkaufen. Plunder verkaufen heißt das jetzt. Warum verkauft der? Oh. Hier kaufe ich gern große Mengen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Plunder und Schrott? Genau das brauchte ich. Danke. Die, okay, der MPX war es, nicht die MP5. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Was heißt denn das Blaue da eigentlich? Attribut plus 95 Lebenspunkte. Das Rote. Ah, das sind Waffenschaden, die roten Dinger wahrscheinlich. Blau sind wahrscheinlich Attribut. Ja, okay, doch, steht's ja. Oder Schaden, Leben, wie heißt das nochmal? Technik? Sehigkeit? Irgend sowas. Wir haben eine Granate. Granate. So, das ist unser Ding. Das haben wir noch nicht. Ja. 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 Ja, vorhin bin ich erst aufgestanden. Aber, ja. Keine Macht in Drogen. Keine Macht. Alter, guck ihn an! Der hat den besten Job der Welt, Alter. Einfach oben stehen und runterrotzen. Ja, wirklich runterrotzen. Was ist denn hier? Die Bar Lounge. 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 Lounge me. Und hier.
bisschen was von, naja. Wie nennt man das? Uplay Shop? Es war ein paar Materialien und 400 E-Credits. Ich weiß nicht, was die E-Credits sind. Das sind nicht die Mann-Credits, glaube ich, oder? Wo zeigt sie mit... Sind sie normal? Nee. Wenn ich wüsste, wo der steht. Sammelobjekte haben auch ein paar Funksprüche schon geholt, okay. Aber wir hören es ja sowieso immer gleich an, eigentlich. Oh, es gibt wöchentliche Belohnungen. Black Task. Nein. Nein. Black Task mit MP eliminieren. Ja, genau. Das schaffe ich wahrscheinlich in den nächsten 20 Teilen nicht. Hainers eliminieren. Ich glaube, das sind einfach ganz normale Söldner, oder? Waren das? D-Credits, aber wir hatten doch vorhin E-Credits bekommen. Muss ich mal gucken, was da für hier sind. Wir warten aber, bis die rum sind, weil das sind nur noch 2 Tage. Ich lecke. Welche Herausforderung, denke ich, sind 7 Tage. Nehme ich mal an. Dass wir die jetzt einfach nur noch 2,5, 3 Tage vielleicht machen. Ist ein bisschen Bullshit. Wollte ich aber jetzt auch nicht machen. Jetzt zeigt es nur die Credits an, die ganz normalen Credits. Ich weiß nicht, was die, wo die E-Credits drin sind. Oh, das sind E-Credits. Ja, das ist für mich kein E, Digga. Es gibt eine Kapazität von 3, 6, keine Ahnung, irgendwas mit Billionen wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell die Zahl vollkriegen werden. Ach, hey! Was? Hast du auch was von mir? Nein. Hast du was von mir? Nein, du hast AIDS. Fortschritt verrügen. Stabilität. Inai Al-Khalik. Falls man das so ausspricht. Ich komme nicht direkt aus Ägypten. Ich weiß das nicht. Wenn Sie Agent Kelso suchen, sie ist gerade raus. Ich hätte mitgehen sollen. Tja, läuft aber nicht so bei dir. Aber ich würde sie nur aufhalten. Ich weiß, dass Sie Ihre eigenen Probleme haben. Aber diese verfluchten Hyänas nahmen mir mein kleines Mädchen. Um mich zu kriegen. Schaust du scheiße aus. Wenn sie mir helfen, stehe ich in ihrer Schuld. Und ich zahle meine Schulden immer. Gut, ich will dein anderes Bein haben. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Neuer Einsatz. Hotel Grand Washington. So, das ist der neue Haupteinsatz. Haupteinsatz! Was? Ich sag das immer mit so einer lauten, tiefen, brutalen Stimme. Kawaii! Hallo. Hallo. So, das ist unser Siedlungsfortschritt. So, wir müssen natürlich den Einsatz machen, da kriegen wir die vielleicht sogar schon. So, primäres Seil zum Abseil anbringen, sekundäres Seil zum anbringen. Oh, diese orangenen Punkte, ich bin sowas von blind. Ich sehe die nie. Geht es euch auch so? Ich sehe die fast nie. Und nein, ich habe keine Farbblindheit oder sowas. Ich sehe das nur einfach. Warte, hier war er. Da, wo ist der Punkt hin? Irgendwo da hinten soll ein Punkt sein.
Wo bin ich? Alles klar, da ist wieder der nächste Terrorist drin. Oma Laba. Oh, Entschuldigung. Terroristen. Werden aus Touristen gemacht. Ach, da ist es ja. So, was war das dritte? Ich glaube einfach nur abhauen, oder? Die letzten Tage waren die Streifen hier. Denke ich. So, treffen Sie sich mit Agent Kelso und starten Sie eine gewagte Rettungsaktion, um Elena Sawyer von den Hyneas zu befreien. Ich brauche den Spitznamen. Von den Hühner zu befreien. Hyenas. Ich weiß nicht, so. Es ist ein komischer Name. Die Hyenas haben Modessa Sawyers Tochter Eleanor und setzen damit die Theatersiedlung unter Druck. Wir müssen sie unbeschadet da rausholen. Agent Kelso ist bereits da. Wir versuchen, die Hyenas abzulenken, damit sie ungesehen hinein können. Oder? Gemeinsam befreien sie dann die Geisel. Oder? Die Hyenas kennen sich hier aus, aber einen Angriff erwarten sie sicher nicht. Oder wir töten sie einfach. Ist zwar ein bisschen trauriger, aber... Wenn jemand in DC aufräumt, dann die Division. Na klar, Mann, wer denn sonst, Alter? Ich find's dazu geil, jetzt laufen eigentlich mal Patrouillen durch. Da vorne laufen welche von uns rum, Biberpo. Ich finde es einfach viel aktiver, als wie beim ersten Teil. Beim ersten warst du, ja, ich bin hier. Ihr alle bleibt drinnen, ihr seid scheiße. Ich mach das ganz alleine. So oft, so gut, so ist es ja gewesen. Außerdem schaut die Welt tausendmal besser aus. Als so ein verschneites drübes New York. Auch wenn ich Schnee liebe in Spiele. Aber das war irgendwie zu. Naja, zu trüb, zu eintönig, zu lame, zu. Man hat immer das gleiche gesehen. Obwohl jetzt New York eigentlich nicht so klein ist. Kann man jetzt von hier auch vielleicht sagen, aber man hat doch. Sie haben das Hotel Grand Washington erreicht. Okay, los geht's. Darauf sollten Sie reagieren. Begeben Sie sich zum Liefereingang auf der Ostseite des Gebäudes. Seid ihr behindert? Au, du! Wer ist dieser Hobby-Arschficker? Entschuldigung. So. Es wird aufgeräumt, Digga. Es wird mal richtig durchgegriffen. So richtig anal durchgezogen. Oh, untersuchen. Der ist ein bisschen besser. Okay. Nachgeladen haben wir. Da ist eine Munitionskiste. Ja. Haben wir da ein Holster auch schon gegrün? Gegnerisches Funksignal abgefangen. Ein Angriff! Vielleicht ist es eine Ablenkung, also bereithalten! Ihr wisst, was zu tun ist. Der ist jetzt richtig in unserer Flanke drin. Krieg ihn nicht, Alter.